Hallo, ihr lieben Handarbeitsfreunde und Freundinnen. Ich will euch ein kurzes Update geben, circa eine halbe Stunde, über meine neuesten Projekte und meine ältesten Projekte. Wobei, das gibt mal eine Extra-Folge, das habe ich mir selber vorgenommen, um mich selbst auch am Riemen zu reißen, meine Uralt-UFOs mal wieder auszugraben, zu zeigen. So wie das andere Podcaster auch schon gemacht haben, ganz einfach mal ja, einen Status quo zu haben, wo es weitergehen sollte und was geribbelt werden sollte und so weiter. Heute aber will ich euch abholen bei dem Stadium der Dinge, die aktuell sehr viel im Gespräch sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt es erst noch richtig, aber ich bin natürlich dabei. Ich rede von dem Karl, den Quillo-Along. Karl, also Hashtag Quillo-Along reicht aus. Und ich glaube, es gibt auch noch ein Hashtag Quillo-Along Karl, keine Ahnung. Aber das ist ein Projekt von der Marion von Willows Gestricke. Und von der Kisten von Quickstrick, die sich zusammengetan haben, ein Rose-Cardigan zu pushen, indem wir alle, die Lust dazu haben, fleißig mitstricken. Und das hat mich echt geflasht, weil ich so wunderschöne Wolle liegen habe, die danach gerufen hat, zu einem Rose zu werden. Diese schöne Wolle wird auch kombiniert mit einer anderen schönen Wolle, die auch schon länger liegt. Und jetzt will ich aber mal der Reihe nach das für euch auseinanderdröseln, was ich mir zu diesem ganzen Projekt gedacht habe und wie weit ich da auch inzwischen schon bin. Also, die Wollen, die ich habe, sind ein wunderschöner Fade von Studio C von der Clara. Und da, zwar sind es drei, es waren insgesamt sechs Stränge. A3 Farben. Also jede Farbe zweimal. Der Rose verlangt natürlich ein vierfädiges Gestricke. Was ein Quatsch. Also muss in vier Farben gestrickt werden. Und das sind mal die Farben von der Clara, die ich jetzt gewickelt habe und auch zum Teil schon verstrickt habe. Und das sind halt diese wunderschönen drei Blautönungen mit ein bisschen, ganz klein bisschen Lila drin, Aubergine, ganz dunkles Blau, nur stellenweise, mehr so ins Petrel, das geht ins Mittelblau mit Türkis und das ist ein zartes, duftiges, gefärbtes Garn mit ganz kleinen Sprenkelchen. Sehr schöner Fade, ne? Ist auch für mich so ein bisschen in der Farbgebung ein bisschen was Neues. Weil es ein bisschen aus meinem Farbschema ich wieder mit meinen Wortverdrehungen Farbschema rausfällt. Und ich habe ein Probeläppchen vorher gestrickt, da es Fingeringgarn ist, mit Nadelstärke 3. Und das kommt bei mir ganz genau hin zur Maschenprobe. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das bei Andrea Mori mit Sportweight und 3,5, glaube ich. Wie die auf die Maschenprobe gekommen ist. Ehrlich. Also ich bin zumindest zufrieden. Meine Maschenprobe stimmt überein mit der Vorgabe in der Anleitung. Eine sehr schöne Anleitung, wie ich finde. Denn sie erleichtert das Leben, weil, wenn es dann ins Muster übergeht, gibt es eine schöne Tabelle zum Abstreichen. Die zeige ich euch dann auch später noch. Jetzt habe ich euch die Farbwahl gezeigt, die ich schon länger habe und dann habe ich noch eine Wolle zu liegen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das herkriege. Ach hier. Entschuldigung, stehe heute vor meinem Tisch. Nun muss ich aufpassen, dass hier nicht alles abgleitet. Ich habe auch meinen Laptop zugemacht und stelle jetzt das, was ich euch zeigen will, auf den Deckel. Denn ich habe noch ein tolles Garn. Dieses hier von Bohai Garn. Und zwar ist das wird dauernd hell und dunkel. Das Garn Hannelore, ein Jack-Seide-Gemisch und da habe ich ausreichend Wolle, denn ich wollte ursprünglich diese Herrenjacke davon stricken.
ich habe es euch auch schon mal gezeigt irgendwann, dass ihr den verwirrten Janker würde, wie ihr seht, wunderbar passen. Dann habe ich das Gestricke hier ausprobiert. Dann bin ich regelrecht gescheitert. Ich habe auch irgendwo noch ein... Moment, da drücke ich mal auf Pause. Moment. So. Sorry. Ich musste unterbrechen, um das zu suchen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder das Täschchen gefunden habe. Ich zeige euch mal schon, was ich schon gestrickt habe aus dem Garn. Jetzt hat sich das da total verknäuelt. Was ist das denn? Sorry, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Nadeln ziehe. Nee, die hatte ich da zur Sicherheit so reingesteckt. Das ist mein verwirrter Janker-Gestricke mit vielen, vielen Fehlern. Und für das Dings habe ich ewig gebraucht. Und ich werde es so in der Form nicht mehr verwenden. Mir schwebt vor, diese Wolle anders einzusetzen. Ein Knäuelchen davon habe ich schon stibitzt. Für diesen Fade, für den man ja 4 Farben braucht. Ich habe es euch ja schon gezeigt, die anderen 3. Jetzt zeige ich es euch nochmal kurz, wie das dann wunderbar wird. Für den Rose, für die Rose, den Rose Cardi, die Rose Jacke, lalala. Ja, und so wird es wunderbar. Ein Knäuelchen kann ich bei der Menge, die ich von Elke habe, entbehren für den Rose. Und das hier wird anders verwendet. Vielleicht nehme ich auch das Muster, nachdem wir jetzt einen verbesserten Chart mit, nämlich mit Rückreihen, auch von Thorsten bekommen haben. Die liebe Elli von Verstrickt und Zugenäht und ich, wir haben nämlich mit dem Thorsten Kontakt aufgenommen und er hat uns nochmal eine Hilfe gegeben. Die habe ich auch vergrößert, kopiert und markiert. Aber es wird nicht die Herrenjacke vom Titelbild. Mein Mann hat gesagt, er war jetzt nicht enttäuscht, denn er wünscht sich einen Polunder. Ja, einen schönen Polunder sind wieder modern. Ich werde es auch nicht wahrscheinlich nicht aus diesem Garn stricken, denn da habe ich mehr. Also der Polunder wird aus anderem Garn gestrickt, denn da brauche ich ja nicht so viel wie für eine Jacke. Da muss eine andere Stashmenge herhalten. Welche weiß ich noch nicht. Und was ich für einen Polunder stricke, weiß ich auch noch nicht. Aber das ist die Vorgabe für mich, das bis Weihnachten dann hinzubekommen. Ihr werdet davon hören und sehen, denke ich mal. So. Das nur als Vorwort, wie das alles zustande kam. Das alles wohnt bei mir in diesem schönen Beutel. Leider Plastik, aber ungemein praktisch. Und da habe ich immer auch ein Heft dazu gemacht. Das habe ich, glaube ich, auf Instagram auch schon mal kurz gezeigt. Da mache ich meine persönlichen Notizen. Die braucht man dann doch manchmal bei so einem Projekt, ne? Und ich habe angefangen. Was habe ich angefangen? Ich habe schon mal munter gestrickt. Und habe dann befunden, das ist nichts in der Form. Nein. Ich zeige es euch. Moment, ich habe das hier nur... Sorry, dass es jetzt alles ein bisschen dauert und ich immer so nach unten gucke. Ich habe genau nach Vorgabe von der Andrea die Hälfte eines Ärmels schon mal gemacht. Halt, das ist die Rückseite. Man denkt immer, rechts muss vorne sein, aber hier ist halt links die Vorderseite. Durch das Zopfmuster, damit das schöner zur Geltung kommt. Soweit war ich. Ihr seht, ich habe schon eingefadet. Hier habe ich beim Faden schon den ersten Fehler gemacht. Was mich massiv stört, ist, dass das sich hier so einrollt. Das macht mich irgendwie ganz fummelig. Und als ich so gestrickt habe, habe ich gedacht, hallo, die Kirsten hatte doch die bombastische Idee, den Ärmel und das Vorderteil, dass man es später nicht auch noch hier an der Naht zusammennähen muss, in einem Stück zu stricken. Och, habe ich gedacht, als mir das hier so ein bisschen, wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt 4-mal machen und dann zusammennähen, habe ich gedacht, das probiere ich auch. Gesagt, getan. Und soweit bin ich. Ta, 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 ta. Das ist Ärmel und Vorderteil gleich in einem Stück. Das heißt, das linke Vorderteil und das rechte Hinterteil. Und das ganz andere.
durch die Strandsockenstrickerei. Parallelen habe ich gedacht, das mache ich hier auch. Komme ich besser klar, ne, in meinem Kuddelmuddel. Habe ich gleich auch gestrickt. Zum Beweis, wer es nicht glaubt. Ich weiß, ihr glaubt mir alles. Fast alles. Ja. Und das macht Spaß. Ne? Ich habe meine Lieblingsdreiernadeln genommen, und zwar Holznadeln von Wolle Rödel. Die sind sehr schön. Das ist ein spezielles edles Holz. Die Verschraubung, ja, ja. Bei manchen Seilen geht es gut, bei manchen nicht so gut. Aber ich komme klar. Und hier habe ich dann mir neulich nochmal Dreiernadeln mitgenommen. Und zum Unterscheiden habe ich das hier, das ist ein orangefarbenes Seil und das ist ein schwarzes. Und die Reihenmarkierer, die benutze ich diesmal konsequent. Denn ich habe ja, wie ich euch angedeutet habe, diese wunderbare Hilfsliste. Die kann ich mit dem Finger drauf nochmal so ganz kurz zeigen. Zum Abstreichen, das ist in der Anleitung dabei. Und das macht Spaß. Und ich glaube, es geht auch rasch voran. Jeden Tag hat man so die Absicht, zumindest mal, jetzt wo das Faden auch losgegangen ist, so ein bisschen zu faden und vielleicht zwei Verzopfungen an jedem Ärmel zu machen. Und dann ist das dann immer so ein Stück und auf einmal hat man so viel Lust weiter zu stricken. Ach, ich habe vergessen euch zu sagen, wie ich den Rand mache, weil das Einrollen hat mich ja so genervt. Ich habe hier mit Patentmaschen eine Kante gemacht, die sich nicht einrollt. Seht ihr? Dann lässt sich es bestimmt auch wunderschön zusammennähen hier. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass an einem bestimmten Punkt für den Fledermausarm ja hier eine Zunahme kommt, die mit mehreren Maschen kurz hintereinander. Die ganze Zeit habe ich meine Zunahmen, die am Rand nur erforderlich waren, hier vor dem kleinen Patent gemacht. Und immer auf der Rückseite, in der Anleitung schreibt sie immer, es soll links verschränkt aus dem Querfaden zunehmen. Ich mache das dann immer in der Rückseite, rechts verschränkt aus dem Querfaden. Das eine bisschen, die eine Reihe Verschiebung macht da wirklich nichts aus. Und das mache ich hier vor dem. Wenn ich aber nachher diese 17 oder 18 oder 19 oder was weiß ich, wie viele Maschen zunehmen muss für die Fledermausgestaltung, dann weiß ich nicht, wie ich das mit meinem Rändchen hier mache. Das habe ich jetzt noch nicht bildlich vor mir. Aber das lasse ich auf mich zukommen. Ich werde berichten. Jedenfalls hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht jetzt, wo ich diese Lösung gefunden habe. Und auch, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt aufgenommen habe, wenn das Filmchen auch nicht ganz so lang wird. Aber ich wollte das all diejenigen wissen lassen, die auch mitstricken beim Quillo Along. Kirsten hatte ja berichtet in dem Instagram Filmchen, was sie in ihrem Instagram-Profil aufgestellt hat, wo sie zusammen mit der Marion ganz, ganz, ganz viele Tipps gibt. Die Marion hat da auch schon allerhand ausprobiert und hat auch viele, viele Fragen beantwortet, was ich ganz toll finde und was mich auch animiert hat, mitzustricken. Weil, ich habe es in meinem Instagram-Post auch gesagt, so ein Karl, da komme ich irgendwie ganz gut mit klar. Meine Stricken den Fortschritte auch so im Zeitfenster zu halten, dass es nicht zu lang liegen bleibt. Oh, was ein Satz. Wollte ich eigentlich, ich habe mich eben um Kopf und Kragen geredet. Streichen, rausschneiden, schnell. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf gut Deutsch, ich komme besser voran und werde schneller fertig. Ja, das muss ich mal kurz runterstellen hier. Das ist in meinem Zimmer sieht es aus hier. Ich muss Tabula Rasa machen. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt wird es ja doch ein bisschen herbstlich, haben sie gesagt. Ja, das wohnt alles noch in dieser wunderschönen Tasche. Da sind Nadeln, die ich sicher anderswo auch gut gebrauchen könnte. Vielleicht sogar, naja, jetzt gehen mir schon wieder 1000 Gedanken durch den Kopf, nur wenn ich hier mit euch rede. Das geht ja gar nicht. Ja, das sind neu angefangenes. Etwas, was fertig geworden ist. Bin ich ganz, ganz, ganz happy. Ich habe es auch schon ausgeführt und jeder hat mich angeguckt. Bin so glücklich damit. Ja, von der letzten Folge, die geschaut haben, kennen's. Mein Scarlett-Tuch ist fertig. Guck
Warte mal, es ist nicht gewaschen, es ist nicht gespannt, es ist ein Träumchen, Leute. Ich kann euch sagen, es ist ein Träumchen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das anziehe. Echt. Muss mich auf die Zehenspitze stellen. Guckt mal, ist das nicht der Hammer? Ha? Ich muss mal ein bisschen Licht anmachen. Ihr seht mich gar nicht richtig. Wieso ist das mit den Lichtverhältnissen heute so blöd? Hier habe ich ja einen Schatten. Schattenseite. Einen Schatten habe ich sowieso, ja, Entschuldigung. Hier, mein Scarlett-Tuch. Innerhalb der Aktion strick den Sammy, strick dein Lieblingstier, ob es im Regenbogenland ist oder noch unter euch weilt, unter uns weilt, oder ob es im zoologischen Garten ist oder aus irgendeinem Bilderbuch oder keine Ahnung. Der Aufruf strick den Sammy sollte ja nur bewirken, dass ein Lieblingstier gestrickt wird. Die Kirsten von Schulfrei, die hat halt ihren Papagei, den sagenhaften Sammy, als Intuition genommen, ein Papageientuch zu stricken mit Schattentechnik. Das könnt ihr euch in ihrer letzten Folge mal ansehen. Das ist sehr schön erklärt. Und ich habe so freie Schnauze, ne? Also pferdefreie Schnauze. Jetzt wollte ich euch doch das Foto zeigen von der Scarlett. Ah, das habe ich wieder vom Handy. Und wo ist mein Handy hier in meinem ganzen Tohuwabohu? Vorhin hatte ich es in der. Ah, ich hab's, ich hab's. Dann kann ich euch mal das Foto zeigen. Sekunde. Denn das Foto stammt aus einer Zeitschrift. Nicht, es ist nicht ganz live meine Scarlett, sondern ein Pferd, was in so einer Mädchenpferdezeitschrift drin ist. Und das hat aber genau, ganz genau so, wie meine liebe Scarlett ist. Nee, Screenshots war es nicht. Entschuldigung, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich hoffe, ich finde es schnell. Da ist es doch. Ich bin ja besser als mein Ruf, ne? Hier. Ganz, ganz ähnlich. Fast Zwillingsschwester. Hier. Echt. Bei meiner Scarlett war hier an der Seite noch ein bisschen weiß und rosa. Ja, ansonsten genauestens getroffen. Die Ohren, der Ausdruck, das Ganze. Jetzt ist schon weggegangen. Das war mein Vorlagenbild für dieses wunderschöne Tuch. Habe ich es jetzt richtig rum? Ja. Und ihr könnt sehen, wie ich es gemacht habe. Das ist übrigens Cassiopeia. Später ist es mir eingefallen. Es war mein Mode-Fluffigarn. Das ist ein No-Name-Acryl-Baumwollgemisch. Das musste aus meinem Musterbuch. Dann wieder Acryl. Das alles ist aus Acryl. Von Budinette ist das schlichte Garn. Das ist wirklich ganz weich. Das quietscht kein bisschen. Das ist von Teddy. Übrigens, wenn ich es noch nicht gesagt habe, Dauerwerbesendung. Ne? Ich mache aus Versehen Werbung. Ich möchte nicht unbedingt Werbung machen. Ich wollte euch nur sagen, wo ich es her habe. Gekauft habe ich es selber. Ich muss das Tuch ein bisschen wegnehmen, sonst stehe ich ja total im Schatten. So muss ich es machen. Ne? Dann nochmal ein Fluffy-Garn, dann ein schönes Katja Baby Baumwollgarn in Lace-Stärke mit Farbverlauf. Und da ist dann auch mal so ein bisschen Beige drin. Und dann fehlt die ja noch Grau. Und beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gesagt, das Grau gefällt mir nicht. Aber ich wollte es dann nicht aufribbeln, weil das wäre tödlich gewesen, das aufzuribbeln. Das Fluffy-Garn, das ist so ein Fellgarn. Und dann habe ich dieses zarte Hellgrau oben drauf gestrickt oder an dran gestrickt und jetzt kommt's gut, wie ich finde. Ich finde es gut. Es ist ein wirklich traumhaft schönes Tuch geworden. Nach der Anleitung des Napote-Tuch, ich habe euch das in der letzten Folge schon mal verlinkt, ein Videotutorial hier zu sehen, wie dieses Tuch gestrickt wird in der Grundanleitung. Und da war nämlich so ein Flauschgarn am Ende auch. Und das hat mich animiert, das als Vorlage zu nehmen. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Man nimmt hier in der Mitte, also ich sage es erstmal, hier am Rand nimmt man mit KFB in der Hinreihe und in der Rückreihe je eine Masche zu. Und hier in der Mitte je eine, links und rechts von der Mittelmasche. Und dann strickt man zwei Reihen hier drüber, ohne hier zuzunehmen, aber am Rand nach wie vor. Und dann wieder eine Reihe zunahm und das sieht man hier auch schon ein bisschen. So verteilt sich das ein bisschen anders
Und das hat zur Folge, dass das Tuch nicht so eine tiefe Spitze bekommt, sondern mehr in die Breite wächst. Und das finde ich für ein Dreieckstuch grundsätzlich ein wunderschönes Rezept. Denn ihr seht das, wenn ich mir das so umlege, es passt wunderbar. Und es ist nicht so was Riesiges, was hier unten dran hängt. Und mit dem fluffigen Garn wäre das auch nicht schön. Und so ist es ideal. Ideal, ne? Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Es ist mal eine schöne Anregung, wenn ihr in euren Wollvorräten noch, bestimmt habt ihr auch noch solche Garne liegen, wie dieses Cassiopeia oder ein doch nicht so schlechtes Acryl, wo ihr immer denkt, was mache ich denn nur damit? Und so ein paar Garnreste und wenn ihr das in der Farbgebung nach dem Lieblingstier und auch an das Lieblingstier denkt dabei, dann kommt was Schönes bei raus. Und in dem Fall das Weiß in zugegebenerweise ganz synthetik, hier ist nur ein bisschen Baumwolle dazwischen, dann lässt es sich ja auch wunderbar waschen, ne? Was bei Weiß durchaus sinnvoll ist. Ja. Ich bin happy. Jetzt soll ich euch das Wellermann-Tuch zeigen. An meinem Nordseetuch, da gibt es eine Extra-Folge, habe ich auch ganz viel gemacht. Ich hoffe, ich werde es bald fertig bekommen und dann eine Extra-Folge zum Nordseetuch. Und hoffentlich die letzte drehen, damit das auch vom Tisch ist. Was hat mich noch umgetrieben? Ja, ich habe Susanne gesehen, das Aargauer Strickliesel. Susanne, wenn du das jetzt siehst, ich sage es jetzt mal in aller Öffentlichkeit, ich drück dich jetzt mal ganz fest, gell? Du bist so eine Liebe, echt. Und so eine tolle YouTube-Podcasterin, die uns immer so klasse Sachen zeigt und immer wieder ansteckt. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du deine gesundheitlichen, ja, oder deine Durchhänger bald überwindest, ne? Es ist ja hoffentlich nur mal so ein, wie sagt man, Herbstblues. Ich habe auch schon einen Herbstblues. Ich hatte einen Herbstblues, weil, warum hatte ich das? Habe ich in meinem letzten Video 108 gesagt, dass ich euch alle bitte, sich impfen zu lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das muss ich jetzt nochmal in Klammern sagen. Ich wollte das Thema Impfen eigentlich nicht ansprechen, weil ich habe einige Kommentare gekriegt, die auch darauf hinausliefen zum Teil. Viele, die es begrüßt haben und viele, die gesagt haben, jetzt musst du hier auch noch davon anfangen, so ungefähr. Nein, will ich nicht. Aber es ist unser aller Leben und es betrifft uns alle jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich mit meiner Äußerung dazu beigetragen habe, dass so ein paar Zauderer und Zögerer, die aus welchen Gründen auch immer sich einfach nur noch nicht aufgerafft haben, impfen zu lassen, wenn ich das damit erreicht habe, dann ist ja schon was gewonnen. Die grundsätzlichen Impfverweigerer, das ist auch so ein blödes Wort, also oder diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, habe ich keinen Einfluss drauf, will ich auch nicht nehmen. Das muss an anderer Stelle stattfinden, das kann ich hier nicht verursachen. Es tut mir leid, wenn ich das Thema euch hier so vorgetragen habe, uns hat die eine oder andere genervt. Mich nervt auch manches. Seht drüber hinweg. Ich lasse das Thema jetzt ruhen. Es ist im Moment sowieso etwas schwierig, ein lustiges Video zu drehen, ein schönes Video zu drehen, vielleicht noch gerade so. Aber lustig fällt schon schwer, wenn man sich vor Augen hält, was rundherum passiert und noch am Passieren ist. Und bevor jetzt wieder jemand sagt, das musst du jetzt hier auch noch bringen, möchte ich auf jeden Fall mal sagen, wie sehr mich das auch alles mitnimmt. Und ich kann gar nicht darüber reden, ohne so ein Kloß im Hals zu haben. Und das möchte ich euch natürlich gern ersparen. Aber es bewirkt natürlich auch, dass es nicht immer ganz so lustig wird. Und ich denke auch so, was die Susanne gesagt hat, es hat vielleicht nicht nur innere Gründe, also dass einem ein Stoff fehlt, also irgendein Vitamin oder Vitamin D oder Eisenmangel oder was auch immer die Ursache ist. Es ist vielleicht auch das Ganze drumherum, was wir momentan haben. Und selbst und gerade und obwohl wir ja noch, sage ich mal, und hoffentlich noch ganz lange in geregelten Umständen leben, aber viel von uns tun es nicht. Und nicht nur weltweit, auch direkt vor unserer Nase. Und mir tun die Menschen so leid, die über Nacht alles verloren haben. Und mit Geld kann man, das ist natürlich eine Riesenhilfe. Also spenden, 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 weil immer man es kann und möchte. Und wenn es über, so weit berührt, dass er sagt, ich gebe was ab.
alles in Ordnung und das muss auch sein. Ganz wichtig, dass wir solidarisch sind. Aber es führt einem auch vor Augen, wie selbstverständlich unser Wohlstand ist und wie selbstverständlich wir den annehmen und dass wir aber trotzdem auch was tun müssen, um ihn zu bewahren. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Das musste jetzt sein. Seht es mir nach. Ich habe es auch nicht am Ende gebracht, wenn ihr jetzt an der Stelle das Video abgeschaltet habt, weil ihr sagt, jetzt fängt die Alte auch noch an. Okay, muss ich mit leben. Ansonsten geht es jetzt lustig weiter. Heiter, weiter, so gut wie es geht. Mit dem, was ich sonst noch so vorhabe. Denn es hat mich wieder mittelschwer getroffen, als eben besagte Susanne in ihrem Instagram-Profil und auch auf ihrem letzten in ihrem letzten Video darauf angesprochen hat, dass ein Knit-Along von ihr, dem Puppenhäcksle und der Strickresi, ich habe es gut hingekriegt, ne? Die drei haben an Karl ausgerufen, Knit A Book Challenge und das soll ein Buch sein, was unter 100 Seiten hat. Und das hat mich dann so gejuckt, ne? Ich habe gedacht, ich habe doch bestimmt ein Buch da rumstehen, wo ganz vorne ist, mit der Vorgabe, mit so Zettelchen drin. Das will ich bald stricken. Ja, und gesagt, getan, ich habe geguckt und tada, es passt jetzt zur Jahreszeit. Es passt, dass ich drei Geburtstagsgeschenke brauche und dass Weihnachten näher rückt. Und dieses Buch hat 87 Seiten zum Beweis. Oh, ich schalte das mal ein bisschen zu. Hier, ne? Das ist die letzte Seitenzahl. Das ist ja ausschlaggebend, hat sie gesagt, die Susanne. Das stammt von unserem Strickguru aus Japan, Bernd Kästle, ein Deutscher, der in Japan Furore gemacht hat mit seinen als Strickdesigner. Und auf dem Umweg kommt das dann als japanische und später dann auch als deutsche Ausgabe, kommen so wunderbare Sachen auf uns zu. Ich war vorgestern so neugierig, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal probieren, wie diese Technik geht. Und habe auch schon ein Handschuhchen fertig. In einer Kindergröße. Ups, da hängt noch einfach. Nee, da hängt nicht mehr, denn ich habe doch vorhin alles vernäht. Hallo? So. Nicht besonders schön. Und es sollte auch ein Frauenhandschuh werden, aber ich muss mich erstmal mit diesen Dimensionen und Größen befassen. Es ist jetzt ein Kinderhandschuh, aber das macht ja nichts. Ist relativ schnell gestrickt, macht riesen Spaß. Ich muss mich erstmal so reinfutzeln, welches Garn, welche Nadelstärke, weil ich immer andere Nadelstärken brauche als die, die üblicherweise vorgegeben sind. Und das mit Fingeringgarn fand ich jetzt sehr schön, aber ich habe noch so schöne Sechsfachwolle liegen, mit der wird jetzt das Geschenk gestrickt. Das ist von Opal. Oh, frag mich jetzt nicht, was das für eine Farbe ist. Irgendwo liegt auch die Banderole hier, ich weiß es jetzt nicht. Also sechsfach, habe ich gedacht, ich probiere das mal mit sechsfach und da musste ich jetzt erstmal Nadeln ausprobieren. Wo habe ich es denn hingelegt? Ich finde es nicht. Egal, ich glaube, ich habe es mit runter an den Frühstückstisch genommen. Da liegt es noch. Da habe ich nämlich mit dem Däumchen angefangen. Und meine Nadelspiele, ich muss mir mal nachkaufen. Ich habe so viele Nadelspiele, aber immer wenn ich eins brauche, finde ich es nett. Ja. Und dann habe ich bei Nadelspielsuchen auch die hier gefunden, die ich noch nie ausprobiert habe. Das ist die offiziell 3 Dreier, 3,5, aber es ist 3,75 irgendwie. Also da kann man, muss ich zumindest sechsfach verstricken. Und die will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Jetzt will ich mal ein Projekt raussuchen, um die auszuprobieren. Weil dieses Gestricke hier ist besser mit einem Vierer-Nadelspiel, weil man immer eine Masche an einer bestimmten Stelle im Vierer-Nadelsystem zunimmt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das geht wunderbar. Und als ich das so vor mich hingestrickt habe, habe ich gedacht, ah, da fällt mir ja ein, dieses missglückte Projekt, das kann mir jetzt nur noch Spaß machen, indem ich auch was Neues damit stricke. Und da habe ich gedacht, das wären mal Karussellisocken. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Da habe ich nochmal bei Kiko geguckt. Die hat ja mal diese Sonderfolge Stulpen und sowas gebracht und Socken. Und noch irgendjemand hat neulich wieder Karussellisocken in die Kamera gehalten. Und habe ich gedacht,
aus den 100 Wasser stricke ich mal Karussellisocken. Habe ich mal große Lust dazu. Aber auch da, aber die Karusselli kann man, glaube ich, mit Maschenmarkierer auch ganz gut auf eine Rundstricknadel stricken. Ja, da bin ich am Experimentieren und da habe ich viel Lust dazu und ich habe ja gar nichts anderes. Ich habe ja das Jahrestuch zu häkeln. Ich habe das Nordseetuch, das ist inzwischen riesig. Dann das Wellermann, das ist hier am. Sieht so aus. Inzwischen so groß. Es wird Gott sei Dank jetzt kleiner, aber. Ist auch ein Wahnsinnsgestricke. Wie weit ich es noch stricke, weiß ich nicht so genau. Muss ich euch dann nochmals genauer zeigen, wenn es fertig ist. Dann, wie gesagt, der Rose Cardigan. Dann habe ich ja noch mein Little Love. Das macht mir eigentlich auch einen Riesenspaß. Dann muss ich unbedingt zwei, drei Projekte, die kurz vor fertig sind, fertig machen. Und dann habe ich schon wieder neue Pläne, das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, weil das ja vorhin an das Buch hier auch noch liegt. Wo liegt's? Dieses wunderschöne Buch von Thorsten, da habe ich diese Jacke, die hat mich ja auch geflasht. Da habe ich nämlich erst meinen Mann gefragt, soll ich dir die stricken? Und hat auch die Originalwolle dazu genommen, in diesem wunderschönen Rot. Ein wahnsinnsschönes Rot. Das Originalgarn in Originalmenge. Und dann habe ich gesehen von Frau Litzi, die tolle Pflanzenfärbungen macht und ihre Farbtöpfe so schön auch in ihrem neuen Gewächshaus aufstellt, ihre Sonnengläser und die Leute sich wunderbar freuen und denken, wow, was ist das? Angie heißt sie, glaube ich. Die hat in einer Folge berichtet, dass sie für ihren Mann schon die Jacke gestrickt hat und dann auch noch mal für sich. Und da bin ich nur am Überlegen, ob ich dann den Schnitt nicht von einer anderen Trachtenjacke aus einer anderen Anleitung nehme und nur das Muster. Und denn das hier oben, das gefällt mir persönlich auch nicht für mich. Es mag jetzt für einen Mann gehen oder wenn es jemandem gefällt, mir gefällt es nicht, weil wenn der Reißverschluss hier oben so ein Widerhäkchen hat oder der Plastikrand ein bisschen, so ein bisschen ungerad ist und das reibt und kratzt mich hier am Hals, da könnte ich gerade verrückt werden. Und das ist ganz egal, ob die auf oder zu ist. Außerdem finde ich, sieht es also bei einer Frau bestimmt nicht so schön aus. Da müsste man entweder eine weitere Rundung machen und einen extra Kragen dran stricken. Mal gucken. Fällt mir noch was ein. Die Wolle habe ich, die Anleitung habe ich. Aber erst will muss noch was anderes fertig werden. Jo. Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das reicht auch. Ich habe 32 Minuten aufgenommen. Ich denke, mit dem Filmchen habe ich euch wieder ganz gut abgeholt, dass ihr euch nicht wundert, was da wieder alles Neues passiert bei mir. Ich brauche das ab und zu was Neues, sonst wäre ich irgendwie auch unzufrieden. Es liegt scheinbar in der Natur der Sache, dass ich nicht ganz monogam stricken kann. Möcht's gern und dann wieder nett. So ist es, so bleibt es, so wird es wahrscheinlich immer sein. Egal, es ist unser Hobby. Es wird weitergehen. Und bitte bleibt gesund. Gell? Wäre so schön, wenn jetzt die Schule angeht und alles wieder ins normale Gerücke kommt nach der Sommerzeit. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen schon wieder im Angebot. Die Künstler und die Kultur und alles sollte wieder normal in die Gänge kommen. Die Menschen haben ja auch Existenzen zu verlieren. Und nicht nur die Künstler, sondern auch was hinten dran hängt und die Teilzeitjobs und so weiter. Das tut mir auch so, so leid, dass das alles aus dem Gefüge geraten ist. Und alles, was wir dazu beitragen können, damit es besser wird und auch überwunden wird und wieder ein normales gesellschaftliches Leben stattfinden kann. Und vor alle Dinge, wie gesagt, die Kinder und Jugendlichen auch nicht im Lockdown versauern und sondern auch wieder ihre Freunde treffen können und Spaß haben können und so weiter. Denn manche können da noch nicht geimpft werden. Das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen jeder seine eigene Entscheidung. Da will ich gar nichts dazu sagen. Aber alle, die ohne große Probleme was dazu beitragen können, die sollten es unbedingt tun. Das ist mein Appell. Und bitte noch ein Nachsatz. Es ist keine Nötigung. Ne? Es ist eine Bitte und ein Appell. Und das war auch das allerletzte Mal, dass ich jetzt
in absehbarer Zeit davon gesprochen habe, es sei denn, es passiert was Spektakuläres, dann werde ich vielleicht nochmal darauf Bezug nehmen. Ansonsten ist für mich das Thema jetzt hier an YouTube-Stelle vorbei. So, trotz der ernsten Worte hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und ihr strickt schön, genießt den Spätsommer und vor allen Dingen bleibt gesund. Eure Silvia.